Und jede Woche werden 3 Milliarden Stunden verspielt. Es gibt hunderte von Millionen Menschen, die weltweit täglich spielen. Das sind mindestens 3 Milliarden Jahren. Und das sind so ein paar Eckdaten, das sind riesige Zahlen, die aber vor allem die Frage stellen, ja, was treibt denn die Leute dahin? Ich habe jetzt die Zahlen aus dem Buch von der Jane McGonigal gezogen, das heißt Reality is Broken, ist in den USA derzeit erschienen. Die stellt sich die Frage, was wäre denn, wenn das, was die Leute sozusagen in die Spiele reinzieht, in der realen Welt sich entfalten würde? Also könnten wir nicht die Welt verbessern, wenn es Kooperationen gäbe von Gilden, die irgendwelche Aufgaben erledigen, beispielsweise CO2-Reduktion. Mag es alles ein bisschen abgefahren klingen, aber es kommt halt aus der Ecke Nutzerverhalten. Menschen haben offensichtlich sehr viel Freude daran, zu spielen, und das sind eine beeindruckende Zahl. Eine weitere Zahl in dem Kontext: das zweitgrößte Wiki heute mit 250.000 Artikeln, hat jemand eine Idee, worum das kreist? Das kreist um World of Warcraft. Ich habe es nochmal geguckt, ich glaube, Wiki selber hat, also das große Wikipedia hat 16-17 Millionen Artikel mit Links, also so echte Artikel, wo Wikipedia sagt, die sind irgendwie relevant, da diskutiert man auch drüber. Das zweitkleinste sieht man schon, Winner Takes It All im Internet, das zweitkleinste ist natürlich deutlich kleiner, aber es dreht um dieses Spiel. Und eine andere Zahl aus dem Buch, die ich jetzt so aus dem Kopf mal rausziehe, etwa, muss ich mal kurz überlegen, kriege ich das nicht hin, ich skippe das einfach. Also die Frage ist, was steckt eigentlich, welche Kraft steckt eigentlich im Spiel? Und was passiert, wenn man dieser Power, sag ich mal, also wenn man Smartphones hinzufügt und sagt, diese ganze Energie und Bewegung verlässt die Gebäude. Ich weiß nicht, da ist das eine Krone als Hintergrundbild, haben wir gerade kurz gesehen. Das ist das Mayor-Schiff bei Foursquare. Wir haben gerade über Location-Based Services und Foursquare gesprochen. Sie gehen irgendwo hin, checken sich ein und kriegen dann Reward, vielleicht einen Coupon. Das ist alles richtig. Aber Foursquare ist zuallererst mal ein Spiel. Also sie vernetzen sich mit ihren Freunden, Kollegen und können sich mitteilen, wo sie sind, sammeln Punkte, sammeln Status. Da kann man sagen, was soll der Quatsch? Erstmal sieht man, dass die Menschen das tun. Und ich persönlich bin begeisterter Foursquare-Nutzer und es macht schon Spaß, seinen Kollegen hinterher zu rennen und den Mehrwertstatus hinzukriegen. Kann man finden, wie man will. Aber ich glaube, es sind einfach Hinweise dafür, Gamification, Spielmechanismen, die werden sehr relevant und Nutzer sind dafür sehr, sehr, sehr affin. Und auch hier zwei Beispiele. It's the first Mini, which has 4 doors, 4-wheel drive, 4 individual seats and measures over 4 meters long. For 7 days, we invited everyone with an iPhone to hunt and catch a virtual Mini in Stockholm City and win a real Mini Countryman. Use an app where you can see the location of the virtual Mini, all other players, and yourself. All locations were updated in real time so you could follow how everyone moved. If you get closer than 50 meters of the Mini, you can take it with your iPhone. Then you had to get away, because anyone within 50 meters could take the Mini from you. The person with a virtual Mini in their iPhone when the game finished won a real Mini Countryman. On October 31st, we released the virtual Mini in the center of Stockholm, which kicked off an intense 24/7 hunt all over the city and a variety of tactics. Jag tog ut simkortet allting och så åkte jag dit, jag såg positionen, så satt jag i allting och så tog jag den. Appen tar ju inte höjdskillnad så att fan lite där med kort. Vi hade ju nu några sekunder inne på kontoret, men då åkte jag ju fullt för folk här utanför. During the game week, more than 11,000 people participated. The virtual car was transported almost 1,500 physical kilometers. And the
average gaming time was 5 hours and 6 minutes per person. On the final day, parts of Stockholm were totally jammed with players. A 22-year-old wanted many of his dreams. People from everywhere followed the game on our website. The campaign was all over the internet, and hundreds of thousands discussed it in social media. What began as a launch of a new car model ended up starting a movement. Alltså jag tycker att det här är GTA på riktigt liksom. Det här är framtiden. Men det kommer inte funka. Det kommer bli en helt ny stad. Så vi blir förenade genom det här spelet. Det är så här. Det är jävla socialt. Skulle vi få tag i den så skulle motspelarna inte kunna ta. Ja, genau. Also das Einzige, was daran gefaked ist, glaube ich, dass der Gewinner, der war nicht 22, so viel aussah. Also, aber okay, das kommt jetzt wirklich aus der Kreativecke, das ist eine Marketingkampagne, aber man sieht eben, wie Spielmechanismen Leute wirklich aktivieren können. Und für Minis ist es natürlich also eine riesige emotionale Bindung mit dem Produkt, mit der Marke gewesen. Und aber interessant eben auch, wie die... Also in den Interviews nachher, die Teilnehmer sagen, also keiner spricht eigentlich über das Auto, sondern es geht um die Emotion, es geht um die Begeisterung, es geht darum, dabei gewesen zu sein und dass es eben auch eine Kraft hat, die Welt zu verändern.